Also willkommen zu einem neuen Video. Der heute wollte ich euch mal zeigen, wie man den Xbox Game Pass, die automatische Verlängerung vom Abo deaktivieren kann. Gaming mit Handicap. Das Infoportal für barrierefreies Gaming. Dazu müsst ihr dann oben auf den Arbeitstag klicken und dann auf Einstellung. Jetzt kann man bei Abo die Maus verwalten klicken. Dann öffnet sich der Browser mal mit weitergeleitet auf die Microsoft-Konsole-Seite. So, da sieht man hier die ganze Dienstanlage, die Maus, die man hat. Dann kann man einfach auf PC gehen, Post drücken und verweilen. So, dann müsst ihr hier bei euch stehen, wieder keine Abrechnung deaktivieren. Bei mir steht jetzt aktivieren, weil ich es schon gemacht habe. Und das Geile ist, das geht ja direkt am Anfang an. Das heißt, jetzt schließt das Abo ab und wählt ihr direkt das aus. Und dann habt ihr auch nicht die Gefahr, dass der Abo verlängert wird automatisch. So, wenn wir es weiterhelfen kommen, würden wir uns auf jeden Fall selber einen Daumen machen. Aber dem anderen Kommentar freuen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Damit haut rein und ciao.